In diesem Video wollen wir uns mit der Bewegung der Sonne am Horizont und dem Sonnenstand beschäftigen, um dieses Wissen einsetzen zu können bei der Betrachtung von Photovoltaikanlagen oder auch solarthermischen Anlagen. Das Erste, was wir machen müssen, ist, wir müssen uns überlegen, wie Winkel definiert sind. Das heißt also der sogenannte Azimutwinkel, wo steht die Sonne im Tagesverlauf. Da gibt es unterschiedliche Definitionen. Die Orientierung und Himmelsrichtung Norden, Süden, wir haben dann Osten und wir haben hier Westen. Normalerweise auf dieser Kompassrose ist es dann so, dass Norden mit 0 Grad bezeichnet wird und dann Osten ist 90 Grad. Wir haben die Südrichtung mit 180 Grad und dann gibt es noch Westen mit 270 Grad, sodass wir damit einen Umlauf von 360 Grad haben. Was man allerdings beobachtet in der, vor allem in der Photovoltaikbranche, die entstanden ist hauptsächlich auf der nördlichen Halbkugel, sodass also dort mittags der höchste Sonnenstand mit der größten solaren Einstrahlung in südlicher Richtung ist, weil die Sonne dann im Süden steht, dass man gesagt hat, wir definieren die Südrichtung zu 0 Grad. Ich markiere das mal mit in Rot. Das heißt also, das soll unsere 0 Grad sein und dass wir dann die Abweichung von der Südrichtung definieren als plus 90 Grad nach Westen und minus 90 Grad nach Osten und Norden wäre dann entsprechend 180 Grad. Das heißt also eine gegensätzliche Definition und man muss dies berücksichtigen. In der Literatur findet man beide Varianten, dass Süden sowohl 0 Grad als auch 180 Grad sein kann. Wir werden jetzt hier im Rahmen dieses Kurses in der Regel diese Definition verwenden, dass Süden die Orientierung nach Süden mit 180 Grad bezeichnet wird. Dennoch wird man in der Literatur immer wieder auch Angaben finden, dass mit Süden 0 Grad gemeint ist. Das ergibt sich dann immer aus dem Zusammenhang. Zur Beschreibung der Sonnenposition im Tagesverlauf und im Verlauf des Jahres brauchen wir zwei Winkel. Das eine ist der Azimutwinkel Alpha. Der Winkel wird gemessen von Norden ausgehend und dann über Osten, Süden nach Westen. Das ist Alpha. Und als zweites haben wir noch den Höhenwinkel Gamma. Dieser Höhenwinkel beschreibt die Position der Sonne über dem Horizont. 90 Grad würde dem Zenit entsprechen. Und mit beiden Winkeln, Alpha und Gamma, die sich im Tagesverlauf, im Jahresverlauf natürlich permanent verändern, lässt sich die Sonnenposition angeben. Es hängt natürlich auch noch davon ab, wo man sich auf der Erde befindet, um den Sonnenverlauf am Horizont zu beschreiben. Wie lässt sich sowas darstellen? Das sind sogenannte Sonnenpfade. Das heißt, was macht man? Man zeichnet auf die Y-Achse den Winkel Gamma, den Höhenwinkel, und auf die X-Achse zeichnen wir den Azimutwinkel Alpha und sagen nun, also das hier in der Mitte sind 180 Grad, das ist also die Position der Sonne nach Süden. So wollen wir es jetzt an dieser Stelle definieren. Dann haben wir hier die 90 Grad, also die Ostrichtung, und dann haben wir hier die 270 Grad, das soll also dann Westen sein. Und dann haben wir halt hier den Höhenwinkel 10 Grad, 20, 30, 40, 50 und 60 Grad. Das ist jetzt also für Standorte in Deutschland vollkommen ausreichend. Das würde natürlich noch weiter raufgehen bei dem Gamma, bei dem Höhenwinkel bis zu 90 Grad bis zum Zenit. Wie sieht das denn aus, wenn die Sonne sich im Tagesverlauf in den verschiedenen Monaten am Horizont bewegt? Betrachten wir erst den Fall für einen Monat im Sommer, also den Juni. Da geht die Sonne im ja, Nordosten auf. Das ist also ungefähr hier. Beginnt die Sonne mittags um 12 Uhr erreicht sie ihren höchsten Sonnenstand. Das sind etwas über 60 Grad. Das ist also dann der höchste Sonnenstand
den die Sonne erreicht in Mitteleuropa. Und dann am Abend, so gegen 21 Uhr, gerechnet jetzt in der Winterzeit, geht sie dann im Westen, Nordwesten unter. Das wäre dann also ungefähr hier. Und der Verlauf sieht ungefähr so aus. Das heißt also, die Sonne geht auf, steigt, der Höhenwinkel steigt an, flacht dann ab um die Mittagszeit und am Nachmittag bewegt die Sonne sich dann Richtung Westen und geht dann hier Richtung Westen irgendwann unter. Das heißt, also hier oben haben wir den Punkt um 12 Uhr mittags. Das ist jetzt, wie gesagt, gerechnet in der Winterzeit, ohne Berücksichtigung der Sommerzeit, um diese Zeitverschiebung nicht zu berücksichtigen. Dann haben wir halt hier entsprechend die Stunden, Positionen der Sonne. Entsprechend dann in den Nachmittagsstunden bewegt die Sonne sich dann entsprechend natürlich wieder in diese Richtung. Das heißt, das ist so ungefähr der Sonnenpfad der Sonne entlang des Horizonts. Das sieht im Winter natürlich anders aus, dadurch, dass die Erde sich dann weit um die Sonne gedreht hat und wir auf der Nordhalbkugel in Mitteleuropa einen deutlich niedrigeren Sonnenstand haben. Was passiert da? Da haben wir natürlich auch mittags um 12 den höchsten Sonnenstand. Der liegt dann in Mitteleuropa ungefähr bei 15 Grad. Das heißt, da haben wir hier diesen Sonnenstand. Und dann, die Sonne geht dann morgens natürlich etwas später auf, steigt dann hier an und hat dann ungefähr diesen Verlauf. Das heißt, also wir haben natürlich deutlich weniger Zeiten, in denen die Sonne Einstrahlung bewirkt. Das heißt, also so sieht dieses extrem aus. Im Wintermonat, das heißt, das hier wäre der Dezember und das hier ist der Verlauf in Mitteleuropa im Juni. Und entsprechend gibt es dann natürlich die Pfade, die dann dazwischen liegen. Das heißt, auch noch das dritte Beispiel für die Tag-Nacht-Gleiche, also im März bzw. September, da erreichen wir den höchsten Sonnenstand mittags knapp unter 40 Grad und die Sonne geht ziemlich genau im Osten auf unter 90 Grad. Das heißt, wir haben ungefähr diesen Verlauf. Das ist jetzt die Kurve, die wir bekommen im März, also Wechsel von Winter auf den Frühling oder natürlich Ende des Sommers, Anfang des Herbstes, wenn wir dann den September haben. Das heißt also, anhand dieses Verlaufs lässt sich die Bewegung der Sonne beschreiben und damit natürlich auch bestimmen, wie groß die solare Einstrahlung ist. An anderen Stellen in der Welt sieht das natürlich anders aus. Das heißt, man kann diese Sonnenpfade an anderen Stellen entsprechend darstellen. Also wenn wir das zum Beispiel mal für einen Standort in Nordafrika machen, also Ägypten zum Beispiel, Marokko, da sieht das etwas anders aus. Wenn wir da jetzt mal das Beispiel machen für den März, also das, was wir gerade eben hier eingezeichnet haben, wenn wir diesen Verlauf analog machen, wie bewegt sich die Sonne jetzt in den Regionen nördliches Afrika? Da haben wir die höchste Sonnenposition ist im März, September eben bei 60 Grad. Das heißt, dadurch, dass wir näher am Äquator sind, ist der Höhenwinkel deutlich größer. Und was dann passiert, ist, dass die Sonne im März folgende Verlauf, der Anstieg ist deutlich steiler und dann um die Mittagszeit etwas flacher. Das heißt, da sind wir ungefähr, jetzt aus der Handskizze, ungefähr hier und landen dann beim Sonnenuntergang. Das ist natürlich nicht ganz korrekt hier, da müssen wir das hier nochmal korrigieren. Die Sonne geht natürlich auch hier im Osten auf, also deutlich steiler. So sieht das aus und dann geht die Sonne hier im Westen entsprechend unter. Das heißt also, hier haben wir dann diesen Verlauf. Das entspricht auch wieder dem März bzw. dem September. Jetzt an einem Standort in Nordafrika. Das heißt, der Sonnenpfad sieht deutlich anders aus. Wir haben einen deutlich höheren oder größeren Sonnenwinkel über dem Horizont, was natürlich dazu führt, dass die Sonnenposition auch entsprechend anders dargestellt werden kann. Aus dem Sonnenstand lässt sich eine erste zentrale Größe bei der Betrachtung der Solarenergie ableiten, das sogenannte R-Maß. Das R-Maß spiegelt als Kennzahl wider, wie groß die Strecke ist, die das Sonnenlicht durch die Erdatmosphäre zurücklegen muss. Betrachten wir das. Wir haben jetzt hier die Erdoberfläche, haben jetzt hier die Sonnenstrahlen. Das heißt, hier soll jetzt unsere Position sein. Hier oben
Das soll jetzt unsere Atmosphäre sein, die oberste Grenze der Atmosphäre. Und wenn der Höhenwinkel Gamma 90 Grad beträgt, das heißt also in dieser Form Gamma 90 Grad, dann sind wir im Zenit. Das haben wir jetzt Gamma 90 Grad. Dann passieren die Sonnenstrahlen die einfache Länge der Erdatmosphäre. Das heißt, die Sonnenstrahlen, die aus dem von der Sonne kommen, hier an die oberen Grenzschichten der Atmosphäre auftreffen, passieren einmal die Höhe oder die Länge der Atmosphäre, werden dann in diesem Verlauf natürlich gedämpft, absorbiert, reflektiert, sodass natürlich nicht die volle solare Einstrahlung, die wir hier oben bekommen, erhalten. Die Strahlungsstärke, die wir außerhalb der Atmosphäre messen, die sogenannte Solarkonstante. Solarkonstante, das sind 1367 Watt pro Quadratmeter. Ergibt sich aus der Strahlungsstärke der Sonne und dem Abstand von der Sonne zur Erde, die 150 Millionen Kilometer. Und hier oben oberhalb der Atmosphäre hat die solare Strahlung also eine Strahlungsleistung pro Fläche von 1367 Watt. Und diese wird nun reduziert durch Absorption in der Atmosphäre, sodass wir dann hier unten natürlich eine geringere Strahlung bekommen, die jetzt abhängig von verschiedenen Bedingungen noch im Bereich zwischen, na, ich sag mal, 1000 und 1100 Watt pro Quadratmeter liegt. So, jetzt haben wir natürlich nicht immer diesen Winkel von 90 Grad, sondern das Sonnenlicht fällt schräg ein. Das haben wir bei den Sonnenpfaden gerade gesehen. Das heißt also, der höchste Sonnenstand, den wir in Mitteleuropa, in Deutschland bekommen, beträgt 60,8 Grad. Das heißt also, wenn wir uns das jetzt mal angucken, zweiter Fall, da sind wir ungefähr, haben wir also diesen Weg, den das Sonnenlicht zurücklegt auf unsere Position. Hier haben wir also einen Sonnenwinkel von 60,8 Grad. Das entspricht also der Situation am 21. Juni. Und entsprechend haben wir natürlich dann niedrigere Sonnenstände. Das andere Beispiel ist jetzt in der Wintersonnenwende am 22. Dezember mittags um 12. Da ist der höchste Sonnenstand lediglich 14,1 Grad. Das heißt also, da haben wir einen deutlich niedrigeren Winkel. Ich deute das jetzt hier mal an. Das liegt natürlich einfach daran, dass die Sonne keinen höheren Winkel erreicht. Das heißt, hier haben wir einen Winkel von 14,1 Grad am 22. Dezember. Was man nun definiert, ist die Strecke, die das Sonnenlicht zurücklegt. Das heißt, also hier diese Strecke, die wir jetzt im Zenitfall hier haben, das definieren wir als R-Maß. Wir sagen, das R-Maß von 1, das ist das R-Maß, also definieren wir als die Strecke, einmal die Erdatmosphäre zu durchdringen. Das ist also die Definition des R-Maßes, AM abgekürzt R-Maß. Das heißt, das soll die Eigenschaften, die Absorptionseigenschaften der Atmosphäre widerspiegeln, die wir natürlich brauchen, wenn wir Laboruntersuchungen machen wollen, müssen wir uns darauf festlegen, wie berücksichtigt man die atmosphärischen Einflüsse auf die Absorption der Sonnenstrahlung. Nein, dann bei niedrigeren Winkeln, das heißt also einem geringeren Sonnenstand, wie lässt sich das R-Maß berechnen? Das R-Maß ist 1 dividiert durch der Sinus unseres Sonnenhöhenwinkels Gamma. Das heißt also, wir haben bei Gamma von 14,1 Grad ein R-Maß von ungefähr 4. Das heißt, die Sonnenstrahlen müssen die vierfache Länge der Atmosphäre durchdringen im Vergleich zum Zenit. Das führt natürlich dazu, dass dann die solare Einstrahlung, die Strahlungsstärke reduziert wird. Und wir eine deutlich geringere Strahlungsstärke an unserem betrachteten Punkt bekommen. Und so lassen sich halt entsprechend die Höhenwinkel umrechnen in das R-Maß und daraus ableiten, wie groß das R-Maß ist, wie groß der Einfluss der Atmosphäre ist und wie stark die Reduktion der solaren Einstrahlung ist. Die Betrachtung des R-Maß berücksichtigt natürlich nur Tage unter klarem Himmel, das heißt keine Beeinflussung der Strahlungsstärke durch Wolken. Das heißt, was man natürlich noch betrachten muss, insbesondere in Mitteleuropa,
ist die Unterscheidung der Strahlung in direkte und diffuse Strahlung. Das heißt also, die Unterteilung in die Strahlung, die direkt von der Sonne kommt, und Strahlung, die durch Absorption in Wolken entsteht, die natürlich trotzdem zu einer Strahlungsstärke führen. Das heißt, das haben wir. Wir betrachten hier wieder den Boden. Wir haben hier die Sonne. Wir haben jetzt hier Wolken. Und was passiert nun mit der Strahlung? Wir haben also mehrere Effekte. Wir haben einmal die direkte Sonneneinstrahlung. Das ist das, wenn das Sonnenlicht ohne Hindernisse die Erdoberfläche erreichen kann, dann ist das die Direktstrahlung. Dann das Zweite, was man natürlich bekommt, ist, dass die Strahlung natürlich in die Wolken eindringt, dort absorbiert wird. Das heißt, hier haben wir eine Absorption. 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 Dann gibt es innerhalb der Wolke an dem Wasser in den Wolken eine Reflexion und Streuung. Das heißt, manches des Sonnenlichts wird nach oben reflektiert und gestreut. Aber natürlich auch gibt es Sonnenlicht, was dann durch die Wolke dringt. Das heißt, das ist dann die sogenannte diffuse Einstrahlung. Diese diffuse Einstrahlung hat keine Richtung. Das sieht man halt an stark bewölkten Tagen, wenn man eine dichte Wolkendecke hat, man die Sonne nicht sieht, insbesondere in den Herbstmonaten. Da wird es morgens ja trotzdem hell. Das Sonnenlicht durchdringt die Wolken, aber es wird natürlich nicht so hell wie an einem klaren, sonnigen Tag im Sommer oder auch im Winter. Das heißt, wenn man die Sonne sehen kann, haben wir natürlich Effekte, die dazu führen, dass die Einstrahlung deutlich stärker ist. Und dann haben wir noch die diffuse Einstrahlung. Das heißt also, dass wir dort dann eine deutlich reduzierte Strahlung haben, die aber dennoch dazu führt, dass Solaranlagen, also Photovoltaikanlagen, in der Lage sind, Strom zu produzieren. Diese Direkteinstrahlung hat in Mitteleuropa eine Stärke von, abhängig jetzt von der Jahreszeit, von ungefähr 800 bis sagen wir ungefähr 1000 Watt pro Quadratmeter auf die horizontale Fläche immer bezogen. Währenddessen die diffuse Einstrahlung ist natürlich abhängig von der Stärke oder der Dichtigkeit der Wolken. Das geht also runter bis, naja, an ganz stark bewölkten Tagen mit starkem Regen landen wir vielleicht bei 100 Watt oder vielleicht sogar noch 50 Watt pro Quadratmeter, und das kann dann halt hochgehen bei einer, ja, wenn es nur Hochnebel ist, der sich dann im Tagesverlauf auch auflöst, dann landen wir vielleicht irgendwo bei, ja, 500, 600 Watt pro Quadratmeter. Also irgendwo in der Größenordnung. Die Situation hat entsprechend immer mittags. Wie sieht nun die jährliche Einstrahlung in Deutschland oder in Mitteleuropa aus? Dazu wollen wir uns Messdaten der Wetterstation in Potsdam einmal ansehen. Hier dargestellt sind nun die Jahresstrahlungsenergien, aufgetragen in Kilowattstunde pro Quadratmeter horizontaler Fläche über die einzelnen Jahre. Das heißt, hier geht es um die Jahresstrahlungserträge, das sind die grünen Balken. Wie man erkennt, variieren die in Deutschland, jetzt am Standort in Potsdam, zwischen, naja, ungefähr hier haben wir im Jahr 1984 den niedrigsten Wert gehabt mit lediglich einer Jahresanstrahlung von 860, 870 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Und dann sehr sonnige Jahre hier im Jahr 1947 oder das Jahr 2018 mit fast 1200 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Das heißt also einer sehr großen Variabilität. Das ist zu berücksichtigen bei der Planung von Solaranlagen, sowohl den solarthermischen Anlagen als auch Photovoltaikanlagen, dass wir halt eine sehr große Variabilität der jährlichen Strahlungswerte haben können, weil die Strahlungswerte natürlich direkt in den Stromertrag und den Wärmeertrag eingehen. Das geht bei den Photovoltaikanlagen quasi proportional. Das ist also zu berücksichtigen, nochmal dargestellt in den drei Farben: der gleitende Mittelwert in Blau über 5 Jahre, in Rot über 10 Jahre und dann gelb dargestellt. Das ist der 20-jährige langfristige Mittelwert, die mittlere Einstrahlung, der man erkennt, dass wir also eine Reduktion gehabt haben bis Ende der 80er Jahre und jetzt
seit Beginn der 1990er Jahre einen kontinuierlichen Anstieg der mittleren jährlichen Strahlungsenergie. Bis derzeit sind wir bei ungefähr 1050 Kilowattstunden pro Quadratmeter, jetzt am Standort Potsdam. Das heißt, mit diesen Werten kann man ganz gut arbeiten und abschätzen, wie groß dann der daraus resultierende Stromertrag und auch der Wärmeertrag einer entsprechenden Solaranlage wäre. Unter Berücksichtigung, dass die Strahlungsenergie, die wir von der Sonne bekommen, in die Horizontale ungefähr eine gute 1050 Kilowattstunden pro Quadratmeter entspricht. Was nun gemacht wird, um diese Globalstrahlung noch weiter zu vergrößern in Regionen in Mitteleuropa, ist, dass man nun die Solarmodule oder die Solarpaneele nicht horizontal auf den Boden legt, sondern neigt, um die Strahlungsenergie zu vergrößern. Das heißt, was macht man? Jetzt hier die Horizontale, also die Energiemengen werden immer bezogen auf die Horizontale. Was man nun macht, ist, man neigt die Module in einem bestimmten Winkel. Das heißt, wenn die Sonne jetzt hier oben am Horizont steht, hier diese klare Einstrahlung dargestellt ist, dann haben wir hier quasi unseren Winkel Gamma, das heißt den Höhenwinkel der Sonne über dem Horizont. Und was man nun macht, ist, dass man die Solarmodule entsprechend neigt mit einem Winkel, nennen wir ihn Theta. Das heißt also, dass wir nun die Module nicht flach auf den Boden legen, sondern die Strahlungsenergie erhöhen in Mitteleuropa, um die Strahlung, um diese Globalstrahlung maximal nutzen zu können. Erreichen oder nutzt man Winkel von, naja, ungefähr zwischen 20 und 30 Grad bei natürlich südlicher Ausrichtung. Damit kann man den Ertrag maximieren. Und wenn man sich dann entsprechende Diagramme ansieht, das heißt also, wie groß ist der Strahlungsgewinn abhängig vom Winkel der Module, das heißt von dem Neigungswinkel auf der einen Seite, das heißt, wir machen die Neigung, zeichnen wir auf die Y-Achse, und wenn wir dann die Ausrichtung der Module auf die X-Achse zeichnen, was ergibt sich dann? Hier entsprechend natürlich 180 Grad, dann haben wir hier die 90 Grad, das heißt hier die Südausrichtung, die Ostausrichtung, und dann sind wir hier bei 270 Grad. Grad bei der Westausrichtung, entsprechend natürlich dann bei einer Nordausrichtung von 0 Grad, und dann die Neigung, wenn wir das mal hochziehen, 10 Grad, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 20, 30, 40, 50 Grad, das heißt hier immer 45 Grad, nennen wir hier 90 Grad, das heißt, das wäre quasi vertikal, das heißt hier immer so eine Wand, bei 45 Grad haben wir halt genau diesen Winkel. Und hier bei 0 Grad sind wir halt flach auf dem Boden. So, und was wollen wir jetzt uns angucken? Also den größten Strahlungsgewinn, den man bekommt, hat man ungefähr, also hier in diesem Bereich, das sind so, naja, also ganz grob mal zwischen 40 Grad, also hier in diesem kreisrunden Bereich, da hat man quasi einen Gewinn von, naja, ungefähr 115%. Das heißt, bezogen auf die Horizontale haben wir eine Steigerung von 15%. Also wir bekommen also 15% mehr Strahlungsenergie bezogen auf die Horizontale. Das ist entscheidend, wie wir es ja vorhin gesehen haben, hier bei diesen Jahreswerten, also von 1050 Kilowattstunden pro Quadratmeter in die Horizontale, bekommen wir damit also mehr Energie, das entspräche also damit ungefähr 1200 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Das heißt also hier bei einem Gewinn von 15%, ich trage das mal in einer anderen Farbe ein, das wären also ungefähr 1200 Kilowattstunden pro Quadratmeter geneigte Fläche nach Süden. Naja, und so lassen sich dann entsprechend diese Kreise ziehen. Das heißt, je weiter man dann von der Südrichtung abweicht, desto geringer wird dieser Gewinn, bis er dann sogar wieder sich reduziert. Das heißt, es gibt dann auch Bereiche, wenn wir jetzt hier die Nordrichtung haben und dann ungefähr hier, das ist quasi jetzt hier immer der Fall, ich will es mal hier so andeuten, wenn wir hier ungefähr bei 80 Grad, dann haben wir irgendwo so
diesem Bereich. Das heißt, diese Kurve entspräche dann Werten von, naja, also wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt hier eine Ostausrichtung hätten und dann 60 Grad geneigt, dann hätten wir also deutliche Verluste. Das wären also dann, naja, ungefähr, ich sag mal, 70% bis 80%, das ist jetzt in der Skizze mal so schematisch darstellen. Das heißt also, wir verlieren 20 bis 30% der Strahlungsenergie auf die Horizontale, wenn die Module nicht nach Süden ausgerichtet sind, sondern in östliche oder westliche Richtung. Dennoch macht es natürlich Sinn, also wenn wir jetzt Module haben, die jetzt hier irgendwo in dem Bereich sind, also 90 Grad Ausrichtung nach Osten, und wir dann ein Hausdach haben, was dann eine Neigung von 25 Grad hat, wenn man sich das anguckt, dann landet man ungefähr, entspricht ungefähr den, also ungefähr 100%, das heißt also, sagen wir mal 95 bis 100%, entsprechend natürlich bei der westlichen Ausrichtung. Das heißt also, dieser Wert entspricht genau diesem Wert, den wir hier unten auch haben. Das sind also ungefähr 1000, 1050 Kilowattstunden pro Quadratmeter geneigte Fläche, allerdings nach Osten oder Westen ausgerichtet. Damit zeigt sich also auch, dass Solaranlagen, Photovoltaikanlagen, die nach Osten oder Westen ausgerichtet sind, sehr wohl eine Berechtigung haben und auch entsprechende Energiemengen erzeugen können aus der solaren Einstrahlung, weil die Strahlung dann doch hinreichend groß ist, um damit eine Photovoltaikanlage technisch und wirtschaftlich sinnvoll zu betreiben.